Willkommen zu den DBX-Interviews. Der Monat Dezember 2013 ist abgelaufen. Wir schauen, wie sich die Weltwirtschaft in diesem Monat entwickelt hat. Mit mir im Studio ist Heiko Peters von DB Research. Und der DBX-Indikator zeigt uns oder erklärt uns, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt hat. Wie hat sie sich denn entwickelt im Dezember und was verrät uns der DBX dazu? Im Dezember ist der DBX im Vergleich zum Vormonat konstant geblieben, ist jetzt auf dem Niveau von knapp unter 1. Das bedeutet, dass die Weltwirtschaft momentan etwa mit 3,5 bis 4%, also ungefähr dem Trendwachstum, wachsen dürfte. Also das heißt, der DBX bleibt auf einem hohen Niveau. Gutes Zeichen. Und was sind dafür die Gründe? Im abgelaufenen Monat Dezember gab es eine Erhöhung in Deutschland, während in den USA und China die Stimmungsindikatoren leicht gefallen sind. In Japan ist der Stimmungsindikator konstant geblieben, aber insgesamt sind die Stimmungsindikatoren auf einem relativ hohen Niveau. Die Weltwirtschaft seit Mitte des Jahres 2013 zieht die Weltwirtschaft an, vor allem getrieben durch die USA, wobei auch in Deutschland man eine relativ starke Konjunkturerholung gesehen hat. Also auch Deutschland zieht die Weltwirtschaft mit nach oben. In der Eurozone insgesamt sieht es auch etwas besser aus. Aber jetzt droht eine Deflation, so ist zu hören. Was können Sie dazu sagen? Also droht tatsächlich eine Deflation? Was wir gesehen hatten, ist, dass die Inflationsraten sich relativ stark abgeschwächt hatten. Im Dezember zuletzt noch bei knapp unter 1% liegen. Eine deutliche Abschwächung im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Inflationsraten noch über 2% war. Bei Deflationsgefahr, das bedeutet, dass die Preise tatsächlich sinken müssten. Das sehen wir ja tatsächlich nur in einigen Peripherieländern aufgrund der strukturellen Anpassungen. Eine größere Deflationsgefahr sehen wir momentan nicht. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass durch weitere Anpassungen und noch doch insgesamt zwar Konjunkturerholung, aber noch moderaten Wachstum, die Inflation noch äußerst verhalten bleiben dürfte. Und wie kommt es zu dieser Deflation? Sie sagten schon, vor allem in den Peripherieländern kommt es dazu. Wie erklärt sich das? Die gefallenen Inflationsraten sind einmal auf die Anpassung in den Peripherieländern, die Lohnstückkosten senken, ihre Preise senken. Einmal darauf zurückzuführen, insgesamt ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage noch relativ schwach, was auch dann einen geringen Preisdruck bedeutet. Und Rohstoffpreise sind im Vergleich zum Vorjahr gefallen, was einen weiteren Rückgang der Inflation erklärt. Deflation ist in diesem Monat auch unser Schwerpunktthema und da werden wir auch erklären, was genau eine Deflation ist, was zum Beispiel auch die Europäische Zentralbank dazu machen kann, das werden Sie uns erklären. Im Schwerpunktgespräch, Sie finden das im Internet auf www.dw.de/made in Germany in einem Wort. Vielen Dank, Herr Peters.